Der Friede unseres Herrn Jesus Christus, der sei mit euch allen. Amen. Heute in 5 Wochen ist was? Ostern, ja, war ja nicht so schwer heute. Wäre Ostern Weihnachten, dann würden wir heute wahrscheinlich irgendwann vom Friedhof kommen, wo wir uns nach unseren Gräbern geschaut haben, am Ewigkeitssonntag oder Totensonntag. Und wir würden vielleicht am Nachmittag bei einer Tasse Tee schon so leicht überlegen, welche Weihnachtsdeko wir in diesem Jahr so rauskramen werden und ob wir uns am liebsten vielleicht einen Adventskranz basteln oder kaufen würden und wenn ja, welchen. Da würden wir uns so unsere Gedanken drum machen. Wir wären in der dunklen Jahreszeit, also noch dunkler als jetzt. Aber zugegeben, Glühwein und Punsch würden uns dann auch schon wieder ganz gut schmecken. Kurzum, wir würden uns langsam wieder einstimmen auf Weihnachten. Aber wie stimmen wir uns eigentlich auf Ostern ein? Klar, es ist jetzt Fastenzeit, seit Aschermittwoch verzichten manche Leute auf bestimmte Dinge, 40 Tage fasten, vielleicht weniger essen oder wenigstens gesunde Sachen essen, vielleicht mehr Bewegung an der frischen Luft, weniger Fernsehen, weniger Daddeln, weniger Zocken, weniger Computer, dafür mehr Sachen mit Menschen machen, die real da sind. Aber Fastenzeit, na gut, das hört sich ja auch immer ein bisschen komisch an. Und ist weit nicht so populär wie die Adventszeit mit Lebkuchen und Keksen, ist ja klar. Ja, in der Fastenzeit vor Ostern backt man keine Kekse. Warum eigentlich nicht? Ja, könnte man ja machen. Oft stolpern wir dann irgendwie in die Karwoche und in dieses Osterwochenende hinein. Die meisten werden da eher von Fragen behelligt wie, wo fahren wir denn Ostern hin oder wo gehen wir denn zum Osterbrunch, als zu überlegen, was feiern wir eigentlich, und das ist ziemlich schade. Denn in Ostern liegt die vielleicht größte Hoffnung und die stärkste Freude verborgen, die es überhaupt gibt. Unsere Predigtreihe Ostern neu erleben will uns deshalb helfen, uns auf eine gute Weise auf Ostern einzustimmen. Heute fangen wir an, nächsten Sonntag setzen wir aus und dann geht es Sonntag für Sonntag voraussichtlich immer weiter Ostern neu erleben. Ostern scheint ja irgendwie noch anstrengender zu sein als Weihnachten, ja vielleicht. Auch der legendäre Osterhase macht ja viel mehr Stress als der Weihnachtsmann. Oder habt ihr schon mal einen gestressten Weihnachtsmann gesehen? Ich nicht. Der ist immer ganz in Ruhe und bedächtig und egal welches Kind auf seinem Schoß sitzt, egal in welchem Film, er ist völlig chillig. Naja, fast in jedem Film fällt mir gerade ein. Aber es ist meistens doch chillig, entspannt, so alt und gütig, während der Osterhase immer so ein bisschen hektisch ist. Ja, kaum hat man ihn gesehen, ist er auch schon wieder weg und man sieht nur die Hinterpfoten von hinten. Bei manchen Familien artet die Ostersuche im Garten oft dann in so ein kleines Drama aus, weil der Osterhase war so fies, der hat die Sachen so toll versteckt, dass das eine Kind es nicht findet. Die anderen Kinder haben das schon alle gefunden und sagen, wenn der wüsste, dass das da wieder in der Regentonne liegt, dann wäre es gut. Und dann der eine, der seins nicht findet, der ärgert sich natürlich. Und die anderen fanden das wahnsinnig spaßig, er aber nicht. Und schon hängt der Osterfriede so ein bisschen schräg über dem Ostersegen. Jesus hat in seinen Reden oft über das Suchen gesprochen, zum Beispiel so: Wer bittet, der wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gott ist also nicht der Osterhase, der das Gute irgendwie so gut versteckt und sich amüsiert, dass, wenn wir verzweifelt jetzt danach suchen. Er wünscht sich, dass wir Ruhe finden auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Und diese Suche nach einem erfüllten Leben ist natürlich ein bisschen komplexer und schwieriger und nicht so einfach wie die Suche nach bunten Ostereiern oder den süßen Schokohasen. Die Suche nach Sinn und Glück scheint irgendwie doch in jeden von uns hineingelegt zu sein. Wir brauchen diesen Lebenssinn, wir sehnen uns nach diesem Ziel, diesem Glück, ja vielleicht sehnen wir uns auch wirklich nach Gott. Und diese Sehnsucht, die wir haben, die stirbt nicht, indem wir sie totschweigen. Wir werden uns in den nächsten Wochen daher so ein bisschen auf die Ostersuche machen, gemeinsam auf der Suche nach dem Ursprung oder eher nach dem Urheber von Ostern, Jesus Christus. Wir starten unsere Ostersuche heute mit 4 Männern, die Jesus ziemlich verzweifelt aufsuchten mit ihrem gemeinsamen Freund
und ihrem gemeinsamen Freund auf spektakuläre Weise zu seinem Glück verhelfen wollten. Wir lesen davon im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums davon, und da heißt es: Jesus kehrte nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte oder besser zu Gast war, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus in the house, und das Haus war voll. Und er, was macht er? Er verkündete ihnen das Wort Gottes. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, und deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte herunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten: Wie kann er denn sowas sagen? Es ist doch Gotteslästerung, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging in dem Moment, und sagte: Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder: Steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn, also ich selber, Jesus, auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Im November habe ich darüber schon einmal gepredigt, und heute wird es ein bisschen anders. Also wer da näher gucken will, das war sehr lustig, schaut sich das nochmal an unserem YouTube-Kanal. Irgendwann im November war das der letzte Gottesdienst zu dieser wahnsinnig tollen Geschichte, Jesus und die Gelähmten, aber der Gelähmte. Stellt euch mal vor, wir sind hier mal in dem Haus in Galiläa, wir sind hier zusammen, Jesus lehrt, Haus ist proppenvoll, und plötzlich mitten in der Predigt bröckelt irgendwas von der Decke darunter. Gut, wenn wir drüben im Gemeindehaus, wäre es ja okay gewesen, aber hier in der Kirche würden wir uns doch ein bisschen noch mehr Sorgen machen, das geht ja nicht. Und das Loch da oben, das wird größer und größer, und vier verschwitzte und mutige und grinsende Männer schauen darunter, und dann haben sie lange Seile dabei, die müssen ziemlich lang gewesen sein in unserem Fall, und die packen ihren Freund da auf der Matte, sie banden die Ecken dran. Ich habe mir zu Hause überlegt, wäre leichter gewesen, ihn irgendwie in den Sack zu stecken und runterzulassen, haben sie aber nicht, sie haben ihn auf der Matte runtergelassen an vier Ecken. Wenn man manchmal beobachten kann, wie auf Friedhöfen manche Sachen an Seilen runtergelassen werden, nämlich der Sarg, und wie schwierig das ist für die Sargträger, den nicht aus der Balance zu lassen, kann ich euch erzählen. Kann man sich vorstellen, wie schwierig das war, ihn heile runterzubringen, ohne dass er sich bei der Landung nicht alle Knochen bricht. Ja, das wäre ja richtiger Fail gewesen eigentlich. Okay, also, sie lassen ihn runter, und wenn das hier so passieren würde, würde keiner mehr zuhören, ich könnte die Predigt auch sein lassen. Und alle wollen nun wissen, was diese Aktion soll und vor allem, was Jesus jetzt machen würde, wie würde er reagieren. Jesus sieht den Gelähmten da liegen und er sagt einfach: Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Und ich kann mir vorstellen, wenn der da liegt, der Gelähmte, so etwas gelitten hat, viele Jahre, und jetzt vor Jesus ist und er sagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Könnte der nicht enttäuscht sein? Könnte der nicht sagen: What, Jesus? Ich bin gelähmt. Siehst du vielleicht nicht, aber ich kann mich hier nicht rühren. Es könnte sein, dass ich was anderes von dir will, nämlich, dass ich hier wieder mich bewegen kann, dass ich meine Liebste wieder in die Arme nehmen kann, mit den Kindern spielen kann, Fußball spielen kann, Handball spielen kann, Volleyball spielen, was auch immer mit meinem Körper, was ich alles nicht machen kann. Kommst du da nicht selber drauf, Jesus? Du kannst das doch, du hättest doch die Macht dazu. Ja, Jesus hätte die Macht, seinen Körper zu heilen, das hat er ja vielfach gezeigt, und das Neue Testament, die Evangelien berichten von vielen Heilungen, die Jesus vollbracht hat. Doch Jesus weiß etwas, das der Kranke nicht weiß.
dass er ein viel größeres Problem hat als seine kranken Beine und seine kranken Arme. Mit dem Satz, deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus eigentlich, nicht deine Beine sind krank, sondern dein Herz. Und nicht das Herz, was in dir schlägt, was man messen kann, wo man den Blutdruck messen kann und sonst etwas, sondern dein Herz, dein Wesen, dein Innerstes, deine Seele, das ist krank. Und so hast du ein viel tieferes Problem. Genau das sehen wir heute, 2000 Jahre ungefähr nach dieser Geschichte in unserem Land, mit ja eigentlich unglaublichen medizinischen Möglichkeiten. Die wenigsten Menschen, die zur Zeit von Jesus blind oder gelähmt waren, wären heute noch blind oder lahm. Denn ihr Körper könnte von unglaublich guten Spezialisten mit unglaublich guten Methoden und unglaublich wirksamen Medikamenten und Geräten so behandelt werden, dass sie dadurch im Alltag nicht weiter behindert wären. Wenn ein gesunder Körper wirklich glücklich machen würde, dann wären wir in unserem Land wirklich das glücklichste Volk, das es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Wenn ich mir das anschaue vor den Fitnessstudios, überall glückliche, gesunde, junge, gut aussehende Menschen, die da machen und tun und schwitzen und so weiter, um ihren Body fit zu halten, ihren Geist hoffentlich auch, die nur noch vegane Sachen essen, weil das so gesund ist, dem Klima auch noch nutzt. Wir müssten das glücklichste Volk auf der ganzen Welt sein. Aber wir merken und sehen, Hauptsache gesund geht im Grunde nicht tief genug, auch wenn das alle sagen, gerade beim Doktor im Wartezimmer. Na, wie geht's? Hauptsache gesund. Nein, gesund ist nicht die Hauptsache. Körperliche Gesundheit allein macht nicht glücklich. Unsere Probleme liegen tiefer in unserer Seele, die auch vor Krankheiten nicht sicher ist. In seinem Herzen sagte der Gelähmte sich höchstwahrscheinlich, wenn ich nur wieder laufen könnte, dann wäre alles gut. Dann wäre ich nie mehr unglücklich, ich würde nie mehr klagen, das Leben wäre das Beste, was es gibt, wenn ich nur wieder laufen könnte. Doch Jesus sagt ihm, wenn ich nur deinen Körper heile, dann wirst du glauben, dass du nie mehr unglücklich sein wirst. Aber warte mal 2 Monate oder 4, dann lässt das Hochgefühl wieder nach und du hast neue Wünsche. Denn die Wurzel der Unzufriedenheit im menschlichen Herzen, die reichen sehr tief. Ja, wir sind ja nie, nie, nie zufrieden. Und das versucht Jesus ihm hier in dieser Geschichte beizubringen. Nicky Gamble, ein Pfarrer aus London, erzählt in seinem Vortrag, dass er in jungen Jahren mit seinem Leben auch nie wirklich zufrieden war. Das kennt ihr vielleicht auch. Ja, ihr seid nie wirklich zufrieden. Er hasste die Schule. Ja, das soll vorkommen. Und er dachte sich, wenn ich erstmal Klassensprecher in der Klasse werde, dann wird alles besser. Und er wurde Klassensprecher und er fühlte sich super dabei, aber nach 3 Wochen hatte er irgendwie keine Lust mehr. Also dachte er sich, wenn ich erstmal die Schule geschafft habe, dann wird alles besser. Und als er die Schule verlassen hatte, dann fühlte er sich erst großartig, aber nach 3 Wochen merkte er dann wieder, dass ihn das nicht wirklich befriedigt. Also dachte er sich, wenn ich erstmal eine Freundin habe, dann kommt mein Leben in Ordnung. Also suchte er sich und fand eine Freundin und war mit ihr der glücklichste und zufriedenste Mensch auf der ganzen Welt, bis die 3 Wochen wieder um waren. Wie schnell ist doch das Hochgefühl des erfüllten Wunsches wieder vorbei. Das ist bei Kindern so, die sich oft wochenlang und sehr lautstark eine ganz bestimmte Sache wünschen. Und kaum ist dieser Wunsch dann doch mal erfüllt, weil die Eltern so nett sind, ist dieser Gegenstand, der wochenlang gewünscht wurde, überhaupt gar nicht mehr interessant, sondern langweilig. Bei den Erwachsenen ist es vielleicht beim Gehalt so ein bisschen ähnlich. Man denkt, wenn ich erstmal 10% mehr kriege oder 5 oder 3 oder 3,5, dann bin ich hier viel motivierter bei der Arbeit. Man sagt, dass die erhöhte Motivation einer Lohnerhöhung circa 14 Tage anhält. 2 kurze Wochen. Und dann beginnt dieses Spiel des Mehrhabenwollens wieder von vorn. Ich fand es ganz gut, dass wir nicht alle 2 Wochen Tarifverhandlungen haben im öffentlichen Dienst, sondern nur alle 12 Monate oder 18 oder 24. Ja, das wird man ja nicht aushalten. Kaum hat man was bekommen, dann ist man mal kurz happy und dann geht's weiter, will ich aber wieder mehr.
und Moment, der hat mehr gekriegt, dann will ich auch mehr. Und immer, immer mehr. Unser Herz ist im Grunde hungrig und durstig. Es ist so, als wenn man mehr Wasser trinkt. Man kriegt immer nur noch mehr Durst. Man kriegt nicht genug rein in sich. Oder Urlaub, da ist es ja tatsächlich so, Vorfreude ist die schönste Freude. Wir sind ja Urlaubsweltmeister in Deutschland, aber ich glaube, wir finden Urlaub so schön, weil wir die Vorfreude so schön finden. Und wenn wir dann irgendwo sind, dann ist es gar nicht so cool wie im Katalog, dann ist das Essen vielleicht ein bisschen pumpig, da sind die Leute nervig, sind die Engländer besoffen, dann nerven die Kinder, man wird noch krank, dann ist das gar nicht mehr so schön. Aber die Vorfreude, das ist das Schöne. Manche wünschen sich auch ein Leben wie die Stars, die bewundert und verehrt werden. Ich frage jetzt nicht, wer das sich so mal wünscht. Und viele von uns denken vielleicht, na, so ein Leben hätte ich mal gern. So eine Villa in Beverly Hills, da über den Hügeln von Hollywood, wäre berühmt, hätten Pool und mindestens drei Schlafzimmer. Warum eigentlich? Aber ich hätte es, weil ich es könnte, weil ich so berühmt bin. So ein Leben möchte ich auch haben. Wenn ich so eine Karriere machen könnte, dann wäre ich glücklich. Na gut, bis auf die Paparazzi und die nervige Bildzeitung. Das Problem ist, viele Stars sind nicht glücklich, sind nicht zufrieden, sie sind nicht am Ziel ihrer Suche angekommen, dieser Suche nach Sinn, nach Bedeutung und nach Glück. Fragt mal Madonna. Madonna ist ja nun zugegeben die erfolgreichste Sängerin, die überhaupt weltweit gelebt hat, zumindest nach den Plattenverkäufen. Und fragt sie mal, ob sie zufrieden ist. Ist sie nicht. Viele kommen mit diesem erfolgreichen Leben nicht zurecht, was ich immer nicht verstehe, wenn es heißt, der und der, der kam mit dem Erfolg nicht zurecht. Ich sage, du hast den Erfolg doch gewollt. Was ist denn daran verkehrt? Du hättest mit Millionen anderen Menschen tauschen können. Wo ist das Problem? Sie kommen mit ihrem Leben nicht zurecht, sie brauchen Medikamente, um es auszuhalten oder halten ihr ganzes Leben nicht mehr aus und im schlimmsten Fall setzen sie diesem erfolgreichen, aber leeren Leben ein Ende, weil es den Durst nach Leben einfach nicht stillen kann. Die Schriftstellerin Cynthia Heimel hat viel über das Leben von Stars am Broadway in New York berichtet und sie schrieb mal einen sehr denkwürdigen Satz. Sie schrieb, ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er unseren größten Wunsch. Jesus sagt also eigentlich zu dem Gelähmten, ich werde dir diesen Streich nicht spielen. Ich werde nicht bloß deinen Körper heilen und dich glauben machen, dass dein größter Wunsch sich damit erfüllt hat. Was ist eigentlich gerade im Moment so mein größter Wunsch, meine größte Sehnsucht oder mein größtes Problem, mit dem ich zu Jesus gehen würde? Vielleicht halten wir mal einen kleinen Moment der Stille, wo wir das für uns mal überlegen können. Und wenn wir was gefunden haben, dann dürfen wir es auch zu Jesus bringen. Was ist gerade im Moment mein größter Wunsch? Meine größte Sehnsucht, mein größtes Problem, mit dem ich zu Jesus gehen würde. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Wir brauchen nicht nur Heilung. Die ist schön, aber vielleicht brauchen wir sie gar nicht. Wir brauchen den Heiler. Das Problem ist ja nicht unser tiefster Wunsch als solcher. Wir dürfen ja Wünsche haben, es ist ja gut. Es war hier auch völlig in Ordnung, dass der Gelähmte wieder laufen können wollte und dass die Schauspieler oder Sänger Erfolg haben wollen, das ist ja okay. Es ist völlig in Ordnung, sich zu wünschen, in der Schule nicht mehr gemobbt zu werden oder in der Schule mehr Erfolg zu haben oder endlich angenommen zu sein, so wie man ist. Es ist völlig in Ordnung, sich sehnlichst eine neue, erfüllende Beziehung zu wünschen oder dass die alte neu belebt wird oder dass unsere Sorgen, die wir haben, kleiner werden. Der Wunsch an und für sich ist nicht das Problem. Nein, das Problem ist, dass wir glauben, dass die Erfüllung unserer tiefsten Wünsche uns irgendwann glücklich machen würden. Wir machen unseren Wunsch und seine Erfüllung zu unserem Befreier, zu unserem Glücklichmacher,
der uns erlösen soll vom Leergefühl in uns. Aber wir müssen lernen und glauben, dass wir das wahre Glück nicht durch die Verbesserung der Umstände finden, sondern durch die Heilung unseres Herzens. Wir brauchen nicht nur die Wunderheilung, wir brauchen nämlich den Heiler selbst. Wir brauchen Jesus selbst. Und deshalb sagt er hier dem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Weil die Vergebung eben diese Trennung zwischen Gott und Mensch wieder auflöst. Weil dann eine enge Beziehung möglich ist, die Beziehung zu Jesus selber. Zu demjenigen, der uns so liebt, dass er sein eigenes Leben für uns gegeben hat. Der an Weihnachten seinen göttlichen Thron der Ewigkeit verlässt, um als Mensch bei uns und mitten unter uns zu sein. Und der an Ostern sein eigenes Leben für uns hergibt, der für die Menschen, für uns stirbt und ihnen durch seine Auferstehung neues Leben schenkt. Wir brauchen den tiefen inneren Frieden, die Sicherheit, angenommen und wertvoll zu sein. Und diese Sicherheit, diesen Zuspruch, angenommen und wertvoll zu sein, den bekommen wir nicht von Menschen, den bekommen wir nicht vom Chef, den bekommen wir nicht von Kollegen, den bekommen wir nicht von unseren Freunden, den bekommen wir nicht von unseren Partnern, sondern dass wir wertvoll und angenommen sind, immer, egal wie wir sind, wie wir aussehen, wie wir riechen, was wir essen, was wir machen, was wir leisten oder nicht leisten, das bekommen wir immer nur von Gott selbst. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir uns nicht schämen müssen, so zu sein, wie wir sind. Vor Gott brauchen wir keine Filter, die wir über unser Leben legen, sondern er kann uns so sehen und annehmen und lieben, so wie wir sind. Wir brauchen jemanden, der uns erlöst vom Zwang, unser Leben selbst in den Griff bekommen zu müssen, vom Fluch unser Glück selbst schmieden zu müssen. Wir brauchen Vergebung und nur so kann unsere Unzufriedenheit, die nie aufhört, endlich geheilt werden. Und dazu braucht es eben mehr als nur einen Wunderheiler. Es braucht einen Retter und dieser Retter will Jesus für uns sein. Unser tiefster Wunsch, unsere größte Sehnsucht ist, ihn mit unserem Leben zu finden. Also, wenn wir ihn suchen, dann wird sich Jesus von uns finden lassen. Machen wir uns also gemeinsam auf die Suche. Von mir aus auch nach dem Osterhasen, aber auf jeden Fall auf die Suche nach Jesus. Und dann werden wir in diesem Jahr Ostern ganz neu erleben. Amen. Wir hören jetzt ein Lied, eine Hymne eigentlich auf Englisch, großen Chören und so weiter arrangiert. Heute mal nur mit Gitarre und einer jungen Dame. Das Lied heißt In Christus und es nimmt diese Thematik Passion und Ostern, finde ich, auf sehr großartige Weise auch auf. Wer Lust hat, mag, darf nur hören und das auf sich wirken lassen. Wer mag, darf natürlich gerne mitsingen.